Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Penumbra im Halbschatten. Part Nummer 5 oder so. Das ist nicht wichtig, wir fahren fort. Ja. Ich habe es ja gestern nicht mehr gespielt, ich weiß gar nicht mal, wo wir sind. Auf jeden Fall laden wir schon mal. Ah, okay, wo sind wir denn? Ach, an diese Säge kann ich mich erinnern, genau. Oh. Busch. Da oben ist nichts. Wunderbar, so sollte es mir gelingen, Sprengstoff zur Explosion zu bringen. Ohne dabei... Ja. Sie sehen so aus, als ob sie Tag ein, Tag aus benutzt worden sind. Mann. 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 Ach so, schreibt man Mann. Okay. Mann, muss das eine Knochenarbeit gewesen sein. Das glaube ich dir. Komm hier rein. Es könnte nur ein Stück Eis sein, dass das Licht bricht. Oder meine Augen spielen mir einen Streich. Aber irgendwas liegt dort unter dem Felsen. Tja, das glaube ich auch. Häkchen. Spitzhacke. Alles, was das Herz eines Fischers begehrt. Warte, ich kann es nicht anklotzen, Hertha. Schaut antik aus. Es ist so alt, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, wofür es einmal verwendet worden ist. Ja, verwendet kann ich schon sagen. Gut. Tja, das weiß ich auch nicht. Hallo? Okay, die Tür geht nicht auf. Doch, jetzt. What the fuck? Hey, weiter Spinnweben. Ich hoffe, das Loch war bereits voll im Spinn hier. Und nicht umgekehrt. Oh oh. Mal rausholen. Oh. Gut, weiter geht's. Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ja, bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Ein elektrischer Zaun, vor kurzem erst errichtet. Ich muss einen Weg finden, dort rüber zu kommen. Warte mal, da hinten waren noch solche Kisten. Solche Kisten sah ich schon. Ich nehme mal das mit. Warte mal, hier liegen auch Bretter rum. Ich nehme schon mal die Bretter mit. Komm. Wird hier gebastelt. Okay, das hält irgendwie nicht. Und erstmal so ranpacken. Und so. Hehe. Ja, wie die rumfliegen, voll unrealistisch. Busch. Sprengstoff. So gefällt mir das. Verschlossen, verdammt, wie soll ich jetzt hier reingelangen? Ja, das habe ich mir notiert, was hast du notiert? Die gehen nicht auf, okay.
Ah, okay. Der Zaun ist auf. Diese lose Batterie betreibt den Zaun. Allzu lange kann die noch nicht in Betrieb sein. Tja. Die hat so ein Hundevieh angemacht. So. Jetzt müssen wir irgendwie finden, wie wir da weiterkommen. Also hier bin ich durchgekommen, genau. Dann bin ich hier so längs. Und dann können wir uns erstmal dieses Leuchtsignal holen. Ist da noch irgendwas dahinter? Auch nicht. Da auch nicht. Den habe ich ja mitgeschleppt. Ah. Gut. Voilà. Ich muss ja springen, wa? Komme ich jetzt da durch? Ich habe mir das notiert. Okay, dann müsste ich das auch in den Notizen drin haben. Nee. Ich bin aus der Notiz. Ich glaube, ich habe einen möglichen Weg hier raus entdeckt. Aber ich muss zuerst den Schutt beseitigen. Ich glaube, ich habe für den Aufbewahrungsort viel Sprengsätze. Ich habe den Aufbewahrungsort für Sprengschätze. Sprengsätze gefunden. Nun muss ich nur noch die Tür aufbekommen. Ja, super. Wie? Eine Spitzhacke. Werkzeug beziehen, Baumwollfaden habe ich. Dann... Spitzbuch. Ah, mit der Spitzhacke auf. Sieht aus, als würde sich immer bewegen, ne? Tatsächlich? Dupdidu, ich bin der Beste. Ich habe gedacht, da müssen wir jetzt irgendwas machen. Nein, hier gibt es nichts zu holen. Was? Leuchtsignal. Ne, Dynamit. Haha. Schmerzmittel. Bombe. Perfekt, ein Fass mit Schwarzpulver. Ein kleines Loch befindet sich auf der Oberseite. Nicht groß genug, um hineinzugreifen. Tja, wir haben doch so einen Baumwollfaden, oder? Das Loch ist zu klein, als dass ich die Lunte dort durchstecken könnte. Was? Guck dir mal das Loch hier an. Ist auch noch Dynamit. Ja, warte mal. Dann soll ich mal versuchen, das aufzusprengen. Pass auf. Puh. Ach, ist schon fertig. Ah, offen ist es. Trockener Schwarzpulver, genau das, was ich brauche. Super. Jetzt ey, hier, komm. Steck hier rein. Was tue ich da? Im Rezept stand das aber anders. Ich muss erst den Faden einweichen. Wie jetzt? Wie jetzt? Jetzt bringst du mich durcheinander. Warte mal. Feuerzeugbenzin. Nein, das ist nicht so richtig. Jetzt soll das Feuerzeug wieder funktionieren. So. Nee, keine Ahnung. Ich muss das erst befeuchten, das Baumwollteil. Was tue ich da immer? Das stammt da aus, aber anders. Einweichen? Was meint ihr damit? Im Benzin oder was nicht? Ich verstehe das gar nicht.
Na gut, Leute. Dann würde ich sagen, beenden wir erstmal den Part fürs Erste und dann sehen wir uns. Moment mal, ich probiere mal kurz was. Das ist noch nicht richtig, okay. Na gut, dann sehen wir uns im nächsten Part von Penumbra. Also, servus Leute, ciao.